Herzlich willkommen zu unserem Illustrator-Tutorial Workflow in Short mit Vektoren ein Bild nachzeichnen. Los geht's! Wenn wir Illustrator öffnen, haben wir neben den Tutorials auch die Möglichkeit neu erstellen. Da wir meistens digital präsentieren derzeit, gehe ich auf Web und suche mir Full HD aus. Nach dem Hausnamen ist damit schon alles eingestellt. Das heißt, Pixel ist richtig und RGB-Farbraum. Zu Beginn etwas, was wir beim letzten Mal nicht gezeigt haben. Unter Ansicht und Lineale könnt ihr links Lineale einschalten. Und wenn ihr von dort aus gedrückt und gezogen halt, könnt ihr euch praktische Hilfslinien auf die Ebene ziehen. Außerdem habt ihr am linken Rand das praktische Zeichenflächenwerkzeug. Mit dem könnt ihr Zeichenflächen kopieren und vervielfältigen, indem ihr Option gedrückt haltet und von einer Fläche in den leeren Raum zieht. Außerdem könnt ihr die Größe individuell anpassen, wenn ihr Enter drückt. Dann ziehen wir uns einfach mal per Drag and Drop unser Bild hinein als Hintergrundbild. Wir können hier genauso Pläne und DEWGs, PDFs und weitere Formate reinziehen. Am rechten Rand habt ihr in dem Fenster Ebenen die Ebenenübersicht. Aktuell haben wir eine Ebene, in der wir drei Elemente haben. Unser Bild ist ein eigenes Element und die beiden Hilfslinien sind jeweils ein eigenes Element. Wir legen mal die beiden Hilfslinien in ihre eigene Ebene, indem wir rechts unten in den Ebenen auf das Plus klicken und eine neue Ebene erstellen. Außerdem legen wir eine neue Ebene für unsere Zeichnung an. Am linken Rand haben wir nun die Möglichkeit, mit Formen zu zeichnen, wie zum Beispiel dem Viereck. Und wir sehen, dass ein neues Element auf unserer aktiven Ebene erstellt wird. Das Viereck lässt sich links in der Leiste, in der Werkzeugleiste anpassen, mit den Standardfarben mit einer weißen Fläche und einem schwarzen Rand. Wir können aber die Farbe auch anpassen, indem wir doppelt auf den hinteren Kasten klicken, auf die Farbfläche und die Farbe anpassen. Oder unten drunter auf den roten durchgestrichenen Kasten, um die Farbe zu entfernen. Der vordere Kasten, Rahmen, ist die Konturfarbe. Heißt, welche Außenlinie hat das Objekt, was wir angeklickt haben. Unter Eigenschaften können wir neben Größe und Position auch die Konturdicke und weitere Optionen dazu einstellen, je nach Objekt. Hier wollen wir mal die Kontur etwas breiter machen, deswegen werden wir auf 5 Pixel hochgehen. Ihr könnt auch mit dem Pfadwerkzeug oder mit dem Shortkey P Form erstellen. Das Pfadwerkzeug könnt ihr aber auch bei vorhandenen Formen ausnutzen, indem ihr Ctrl gedrückt haltet, um Punkte zu verschieben oder in Linien reinklicken, um neue Punkte zu gestalten und diese wieder mit Ctrl gedrückt nach oben zu schieben an die Orte, an die ihr ihn haben wollt. Um die neu gezeichneten Linien noch besser zu erkennen zu können, gibt es die Möglichkeit, einen schwarzen Kasten in den Hintergrund zu legen, da unsere Linien weiß sind, oder mit Steuerung Y oder Command Y den Outline-Modus zu aktivieren. Dieser zeigt dann nur die Konturen an, ohne dass wir dabei Flächen und Konturdicken eingeblendet bekommen. Von hier aus ist es eigentlich nur noch Wiederholung. Die äußeren dicken Konturlinien haben wir gezogen. Wir legen eine neue Ebene an für die dünnen Linien im Inneren. Denkt dran, umso gerader ihr die Linien zieht, umso schöner sieht es nachher aus. Das heißt, wenn ihr Shift gedrückt haltet, dann könnt ihr auch vertikale oder horizontale gerade Linien ziehen. Für die Fenster wähle ich einen etwas anderen Ansatz. Erst ziehen wir einen Rahmen um das komplette Fensterband, damit die Fluchtpunkte für alle Fenster gleich sind. Danach ziehe ich mit dem Pfadwerkzeug vertikale Linien mit Shift gedrückt an den Fensterkanten entlang. Links im Rand oder unter Umschalt M können wir das Pathfinder-Werkzeug auswählen. Hier können wir in einzelne Flächen reindrücken oder mit Alt oder Option gedrückt halten, überschüssige Linien und Flächen rauscutten. Nun können wir noch das direkte Auswahlwerkzeug verwenden, um die Fenster runterzuziehen und tada,